Hallo liebe Zuschauer und Abonnenten, schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man den Normalkraft-, Querkraft- und Momentenverlauf zeichnet für einen Balken mit Dreiecksstreckenlast auf zwei Stützen. Wir haben hier Q0 gegeben und L und B. Unser Lager hier B ist ein Loslager und unser Lager A ist ein Festlager. Das erste, was man macht, ist die statische Bestimmtheit. Dafür gibt es eine Gleichung. 3N minus Z minus R muss gleich 0 sein. N für Teile, wir haben ein Teil, wir haben einen Balken, minus Zwischenlagerreaktion ist 0, wir haben gar keine Zwischenlager und unsere Auflagereaktion. Unser Loslager ist einwertig, unser Festlager ist dann zweiwertig, also 3 mal 1 minus 0 minus 3 gleich 0. Unser System ist statisch bestimmt. Unsere Auflagereaktion, wir zeichnen die Pfeile erstmal ein. Für FAY, FBY und FAX. FAX ist 0. Ich habe es trotzdem hier eingezeichnet. Ich wollte zeigen, dass unser Lager 2-wertig ist. Okay, und die Richtung der Pfeile habe ich jetzt beliebig gewählt. Ich habe jetzt von unten nach oben gezeichnet für beide Pfeile, denn unsere Streckenlast wirkt dann von oben nach unten. Also müssen die beide von unten nach oben wirken. Dafür brauchen wir ein Koordinatensystem. Ich habe die Koordinaten so gewählt, y in Plusrichtung zeigt nach oben, x in Plusrichtung von links nach rechts und dann in Gegenuhrzeigersinn ist unser Moment in positiver Richtung. Wir brauchen noch unsere resultierende für unsere Streckenlast und das ist dann der Flächeninhalt unseres Dreieckes. Grundseite mal Höhe mal 1/2, also hier Q0 mal L mal 1/2. Das ist unsere resultierende Kraft. Wir sagen jetzt die Summe der einzelnen Kräfte in y-Richtung gleich 0. Fangen an. Plus FAY. Schauen auf unser Koordinatensystem. Plus FAY. Minus 1/2 Q0 mal L. Unser resultierende zeigt nach unten. Minus 1/2 Q0 mal L plus FBY. Gleich 0. Wir haben zwei Unbekannte, also können wir nicht das lösen. Wir drehen jetzt hier um A. Ich habe jetzt A gewählt. Minus 1/2 Q0 mal L. Unsere resultierende würde jetzt, wenn hier der Drehpunkt ist, in Uhrzeigersinn drehen. Deswegen Minus mal Hebelarm. Unsere resultierende Kraft geht durch den Schwerpunkt des Dreiecks. Das liegt bei 2/3 mal L. Dann haben wir noch FB mal Y mal L. FB in Gegenuhrzeigersinn mal L, Hebelarm. Das können wir jetzt lösen, also die Gleichung können wir jetzt lösen und kriegen dann für BY gleich 1/3 Q0 mal L. Wir setzen FBY hier rein, kriegen dann FAY gleich 1/6 Q0 mal L. Die beiden Werte sind positiv, das heißt, wir haben jetzt die Pfeile richtig angenommen. Würde hier Minus stehen, müssen wir dann die entsprechenden Pfeile umkehren. Okay, wenn wir das haben, können wir hier reingehen. Für unser Q-Verlauf zeichnen wir das erstmal ein. Für FAY ist dann 1/6 Q0 mal L, zeigt nach oben. Unser Dreieckslast nimmt immer etwas ab von 1/6 Q0 mal L. Aber die Frage ist, wie ist denn der Verlauf? Ist es gerade? Ist es hier wie hier eine Funktion zweiten Grades? Also haben wir hier eine Parabel. Es ist so, wir haben hier eine Steigung. Das heißt, das Integral müsste dann eine Funktion zweiten Grades sein. Denn die Ableitung von Q ist eine Gerade, also hier, das ist unser Q0, das ist unsere Ableitung von Q. Und wenn wir hier eine Steigung haben, dann müsste das hier eine Funktion zweiten Grades sein. Also würde das dann hier starten und immer ein Stückchen abknabbern, knabbern, knabbern und dann kommen wir bei 1/3 Q0 mal L und dann geht es wieder hoch. Die Frage ist, wir haben hier einen Schnittpunkt und wo liegt der Schnittpunkt? Dafür machen wir hier einen Schnitt, also mit dem Schnittgrößenverfahren. Hier ist unser Schnittufer. Q zeigt nach unten. Das ist, glaube ich, der positive Schnittufer. Dann sagen wir hier 1/6 Q0 mal L zeigt nach oben und wir halten uns jetzt hier an diesem System. Das heißt, Q ist jetzt in Plusrichtung. Wir haben hier auch noch die Steigung, die müssen wir auch noch bestimmen. Woher kommt diese Steigung? Q von x gleich Q0 durch L mal x. Wir müssen jetzt diese Steigung bestimmen, unseres Dreiecks. Und das kriegen wir so raus. Ich meine, das kann man ja auswendig lernen und sich mal ausdenken.
aber es kommt q von x gleich mx plus b. Das ist unsere Geradengleichung. Wir müssen jetzt wissen, was ist die Steigung, was ist b. Wir sagen dann x gleich 0 ist dann q von 0 gleich 0. Hier, das ist die Stelle. Dann ist b gleich 0. Also haben wir schon mal b raus. Wir können dann sagen, x gleich l ist hier an der Stelle q von l gleich q von 0. Und dann haben wir m gleich q0 durch l. Dann haben wir auch m für da. Dann haben wir q0 durch l mal x. Das ist unsere Geradengleichung. Und wenn wir das wissen, können wir jetzt sagen, plus q, das ist jetzt in Plusrichtung, minus ein Sechstel q0 mal l plus, jetzt wieder, ein halb q0 mal l mal x, das ist jetzt unser Resultierende für diesen Stückchen, mal x. Das ist nämlich hier die Höhe, q von x, ein halb q0 durch l mal x, mal Grundseite x, gleich 0. Und wenn wir das jetzt nach x umstellen, kriegen wir etwa 0,58 mal l, also hier. So, wenn wir das haben, können wir jetzt unser Moment bestimmen. Das wird eine Funktion dritten Grades sein. Wir haben hier unser Maximum, deswegen war die Stelle hier interessant für uns, der Schnittpunkt. Der Nulldurchgang ist dann Maximum in unserem Moment. Dafür schneiden wir wieder hier auf. Das ist unser positiver Schnittufer. M geht in Gegenuhrzeigersinn und stellen das Ganze wieder auf. Plus M plus Q0 x² durch 2L. Das ist dann wieder unsere Höhe. Mal Grundseite und dann mal Hebelarm x Drittel in Plusrichtung, denn es geht ja in Plusrichtung. Jetzt hier minus Q0 mal L durch 6, das würde sich jetzt in Uhrzeigersinn drehen, mal x mal Hebelarm gleich 0. Und wenn wir das haben, nach m umstellen und setzen 0,58 L hier rein, kriegen wir unser maximales Moment gleich 1 durch 9 Wurzel 3 mal Q0 mal L Quadrat. Und das ist hier unten. Hat euch dieses Video gefallen? Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe noch weitere Videos über Strömungsmechanik, technische Mechanik. Ich wollte noch Videos über C machen. Ich habe noch Playlists da. Also nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, Daumen hoch zu geben, meine Videos teilen und Kommentare. Ich freue mich immer wieder auf Kommentare. Kommentare ist wie Luft für YouTuber und ich freue mich immer wieder drauf. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.